Hintergrund seht, ist Markus fleißig dabei, unser Rooftop-Tent wasserdicht zu machen. Wir hoffen, dass das heute Nacht irgendwie hält und wir trocken darin schlafen können. Leider ist der Sonnenuntergang nicht mehr zu sehen im Hintergrund, der war aber richtig geil. Aber da gibt es die nächsten zwei Tage bestimmt noch mal mehr von. Ja, und weil das jetzt so windig ist, würde ich sagen, mach Schluss, weil wir machen noch nicht mehr lang und dann bis später. Hast du jetzt ehrlich gefragt, ob ich da durchpasse? Das ist halt schweres Los, wenn man fett ist und Leute noch fragen, ob man durch ein Zeltloch passt, ne? Das ist halt echt klar.